Guten Morgen. Ich habe euch einen Vorschlag mitgebracht. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, wie wir unser Gemeindehaus verschönern können. Und ich möchte euch vorschlagen, seht ihr dieses große weiße Kreuz? Ich möchte euch vorschlagen, dass wir dieses Kreuz vergolden. Ich glaube, das wird richtig gut aussehen. Und ich habe auch schon mal so grob überschlagen, es wird so ungefähr 1 Million Euro kosten. Lasst uns mal kurz abstimmen. Wer ist dafür, für diesen Vorschlag? Oh, nur ganz wenige. Ich beschreibe es mal für den Livestream. Es bildet ein trauriges Bild. Der Vorschlag ist krachend gescheitert. Es hat sich kaum jemand gemeldet. Naja, vielleicht überlegt ihr es euch ja nochmal anders während der Predigt. Sicherlich haben sich einige von euch gedacht, dieser Vorschlag, das ist zu verschwenderisch. Ja, wir haben gerade was von hoffnungsvoll gehört. Wir haben gehört, dass da Menschen in Not sind in Köln und auch bei der Tafel. Ja, begegnen uns als Gemeinde Woche für Woche Menschen, die in Not sind. Und die brauchen doch diese Unterstützung. Da sollten wir lieber unser Geld rein investieren. Ich möchte heute Morgen mit euch zusammen eine Geschichte anschauen, in der es um einen ganz ähnlichen Konflikt geht. Eine Frau salbt Jesus mit einem unheimlich teuren und kostbaren Öl. Und Menschen um sie herum sehen das und sie sind skeptisch. Und sie denken, das ist doch Verschwendung, was diese Frau macht. Dieses Öl sollte man lieber verkaufen und das Geld den Armen geben. Diese Frau bringt ein großzügiges Opfer, für einige sogar zu großzügig. Aber sie bringt es einem großzügigen Gott. Und das ist auch der Titel meiner Predigt, großzügige Opfer für einen großzügigen Gott. Die Frau, von der ich spreche, heißt Maria. Sie ist die Schwester von Martha und Lazarus und wohnt in Bethanien, einem Vorort von Jerusalem. In meinen letzten Predigten ging es auch um diese beiden Schwestern. Und heute möchte ich über das dritte und letzte Ereignis der beiden Schwestern mit Jesus predigen. Diese Geschichte finden wir in den ersten 8 Versen von Johannes 12. Lasst uns gemeinsam lesen. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Dinare verkauft und der Erlös den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Für mich sind die beiden Schwestern so ein bisschen was wie alte Bekannte geworden. In den vorhergehenden Geschichten, da haben wir die beiden Schwestern schon gut kennengelernt. Martha haben wir als eine Frau kennengelernt, die Gott dient. In Lukas 10, Vers 40 heißt es über sie, Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Martha war hier sogar ein bisschen zu beschäftigt mit ihrem Dienst und Jesus muss sie daran erinnern, dass es eigentlich die Beziehung zu ihm ist, worauf es ankommt im Leben eines Jüngers. In Johannes 11 stirbt Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, und Jesus erweckt ihn daraufhin zum Leben. Martha macht hier ein wirklich starkes Bekenntnis. Sie erkennt an, dass Jesus der Sohn Gottes ist und der Messias ist, den Gott schon lange versprochen hat. Im heutigen Text dient Martha wieder. So kennen wir sie. Und diesmal wird dieser Dienst nicht kommentiert. Das zeigt uns einen ganz wichtigen Zusammenhang auf. Ja, Dienst plus Beziehung gleich wahrer Glaube. Das ist die Entwicklung, die wir bei Martha feststellen können. Und wenn wir ein Element aus dieser Gleichung herausnehmen, dann geht sie nicht mehr auf. Jakobus 2, Vers 17 sagt uns, Glaube ohne Werke ist tot. Deshalb ist der Dienst so wichtig, das sind die Werke. Genauso deutlich sagt uns die Bibel, Werke oder Glaube ohne Beziehung ist tot. Und deshalb ist die Beziehung zu Jesus so wichtig. Wenn du ein Christsein lebst, ohne Dienst, dann fehlt etwas.
Wenn du ein Christsein lebst ohne Beziehungen, dann fehlt auch etwas. Gott möchte beide Komponenten im Leben eines Christen, Dienst und Beziehung. Martha demonstriert uns beides. Wenn wir Maria über die verschiedenen Texte hinweg anschauen, dann fällt uns auch etwas auf. Wir finden Maria immer wieder am gleichen Ort, nämlich an Jesu Füßen. In Lukas 10 sitzt sie zu Jesu Füßen, in Johannes 11 fällt sie Jesus zu Füßen und in Johannes 12, also den Text, den wir uns heute anschauen, da salbt sie Jesu Füße und trocknet sie mit ihren Haaren ab. Und das ist ein Ausdruck ihrer Demut. Ja, Maria stellt sich nicht etwa über Jesus, sie sieht sich auch nicht auf Augenhöhe mit Jesus, sondern sie fällt ihm zu Füßen und zeigt so ihre Demut. Beide Schwestern sind uns ein Vorbild und wir können viel lernen von ihnen, von ihrer Einsatzbereitschaft, von ihrer Liebe zu Jesus und von ihrer Demut. Wir befinden uns jetzt kurz vor dem Passafest. Während Jesu Wirken finden wir insgesamt 3 Passafeste. Daher wissen wir, dass Jesu Dienst circa 3 Jahre gedauert hat. Und das hier ist das letzte Passafest. Also wir stehen kurz vor Jesu Kreuzigung. Das Abendessen in unserer Geschichte ist vermutlich eine Feier anlässlich Lazarus' wundersamer Auferstehung. Das Hauptereignis dieses Textes ist die Salbung, die Maria hier durchführt. Und dafür nimmt sie ein Pfund Salböl, also ganz schön viel, von echter, kostbarer Nadel. Und wir erfahren auch den Wert dieses Öls, nämlich 300 Denare. Wenn wir die Bibel durchlesen, dann finden wir in Matthäus 20 ein Gleichnis, aus dem wir erfahren, dass ein Denar ein Tageslohn ist von einem einfachen Arbeiter. Und wenn wir jetzt also über 300 Denare sprechen, wissen wir, dieses Öl ist ungefähr ein Jahresgehalt wert eines damaligen Arbeiters. Das Durchschnittsgehalt in Deutschland liegt bei rund 50.000 Euro. Und wenn jemand 40 Stunden pro Woche bei Mindestlohn arbeitet, dann bekommt er am Ende des Jahres auch rund 25.000 Euro. Das heißt, dieses Nadenöl ist umgerechnet irgendwas zwischen 25.000 und 50.000 Euro wert. Ganz genau können wir es natürlich nicht sagen, aber es entspricht einem Jahresgehalt, das wissen wir. Und damit ist es also wirklich, wirklich teuer. Wenn ihr den Text in eurer Bibel aufschlagt, werden euch häufig 2 Paralleltexte präsentiert, nämlich Matthäus 26 und Markus 14, 3 bis 9. Und alle 3 Texte, unserer mit eingeschlossen, spielen kurz vor dem Passafest. Und sie spielen sich in Bethanien ab und in allen 3 Texten wird Jesus von einer Frau mit einem sehr kostbaren Öl gesalbt. Es gibt große Gemeinsamkeiten in diesen Texten, aber auch einige Unterschiede. Und Ausleger sind sich nicht ganz sicher, ob diese 3 Texte wirklich das gleiche Ereignis beschreiben oder 3 unterschiedliche Ereignisse, die sich einfach nur sehr ähnlich sind. Ich bin der Meinung, dass diese Texte das gleiche Ereignis beschreiben. Die Übereinstimmung in den Texten, auch in den Details, zum Beispiel beim Wert des Öls, sind wirklich groß und die scheinbaren Widersprüche, die lassen sich alle erklären. Für die Predigt gehe ich also davon aus, dass alle 3 Texte das gleiche Ereignis beschreiben und deshalb zitiere ich manchmal auch aus den anderen Texten. Jetzt schauen wir uns mal Marias Aktion etwas genauer an. Als ich vor relativ genau 16 Jahren zum ersten Mal in diesem Gebäude stand, da klebte auf den Papiertuchspendern im Männer-WC ein Aufkleber. Weiß vielleicht, kann sich irgendwer erinnern, der schon lange dabei ist, was da drauf stand. Okay, da stand drauf, bitte sparsam sein. Ja, dieser Aufkleber hat gesagt, wenn du dir die Hände abtrocknest, verwende bitte so wenig Papiertücher wie möglich. Seitdem hat sich die Gemeinde stark verändert, aber dieser Gedanke der Sparsamkeit, der steckt sicherlich immer noch irgendwo in unserer Gemeinde-DNA. Und das ist auch gut. Gottes Wort fordert uns auf, genügsam zu sein und weise und klug umzugehen mit unseren Ressourcen. Ich glaube, weil dieser Gedanke der Sparsamkeit in vielen tief verankert ist, prallen hier möglicherweise Welten aufeinander. Auf der einen Seite haben wir den sparsamen Kölner, auf der anderen Seite haben wir eine Maria, die gerade Jesus salbt mit Öl im Wert von 25.000 Euro. Das bedarf einer Erklärung und einer Einordnung. Wir müssen erstmal feststellen, dass Jesus selbst diese Aktion bewertet. Das macht es leichter für uns.
Ja, Jesus sagt, dass Maria das Richtige gemacht hat. Sie hat die Salbung für den Tag seines Begräbnisses vorweggenommen. Zur Zeit Jesu wurden Menschen in Höhlen begraben, und zwar wurde der Tote dann in die Mitte der Höhle gelegt, auf einen Tisch, wie auch bei Jesus. Die Höhle wurde verschlossen und der Tote wurde dann so lange dort liegen gelassen, bis er komplett verwest war und nur noch die Knochen übrig waren. Und diese Knochen konnte man dann zusammentun und in eine Kammer am Rand der Höhle tun. Und so konnte man in dieser Höhle also mehrere Menschen begraben, zum Beispiel eine ganze Familie. Und damit bei diesem Verwesungsprozess der Gestank nicht so stark wird, hat man den Toten vorher mit gut riechenden Ölen balsamiert, dass die diesen Gestank so ein wenig überdecken. Und genau das hat Maria hier mit diesem duftenden Öl gemacht. Die Frage bleibt natürlich, musste es so ein teures Öl sein? Viele Ausleger vermuten, dass Maria und Martha aus wohlhabenden Verhältnissen kommen. Ja, ansonsten hätten sie sich ja auch dieses Öl nicht leisten können. Diese Geschichte gibt uns also einen Hinweis, aber auch die anderen Geschichten von Maria und Martha, die haben einige handfeste Hinweise darauf. Wenn Maria hier also so ein teures Öl verwendet, dann müssen wir das natürlich im Kontext ihrer Möglichkeiten sehen. Ein Millionär kann mehr geben als ein Student oder ein Rentner. Wichtiger als der Wert des Opfers ist aber die Motivation. Maria spendet hier aus den richtigen Beweggründen. Warum sie gerade so ein teures Öl verwendet, das wissen wir nicht genau. Was wir aber wissen, ist, dass sie eine hingegebene Nachfolgerin Jesu ist. Und wenn dieses Opfer aus tiefer Liebe zu Jesus kommt, dann ist es ein gutes Opfer, auch wenn es einigen verschwenderisch vorkommt. Der Prophet Jeremia predigt rund 40 Jahre lang und es bekehrt sich niemand. Was haben die Menschen zur damaligen Zeit wohl gedacht? Sie haben gedacht, Zeitverschwendung. Dieser Mann verschwendet die besten Jahre seines Lebens, ohne irgendeinen Erfolg zu haben. Auch in Bezug auf Zeit kann der Vorwurf der Verschwendung laut werden. Gott hat allerdings einen anderen Maßstab. Gott beurteilt nicht deinen Erfolg oder den Erfolg deines Opfers. Gott beurteilt dabei deine Herzenseinstellung. Und Maria bringt dieses Opfer aus Liebe zu Jesus. Diese Herzenseinstellung lobt Jesus. Jesus macht uns hier noch ein anderes, ganz wichtiges Prinzip deutlich. Maria tut hier Jesus ganz direkt etwas Gutes. Und Jesus erklärt, dass er als Mensch nicht für immer bei ihnen ist. Arme hingegen und Hilfsbedürftige werden immer da sein. Maria opfert also für etwas, was gerade aktuell ist und was gerade dran ist. Das sollen auch wir auf unser Leben anwenden. Bring deine Opfer für Dinge, die gerade an der Reihe sind. Wir als Gemeinde, wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Und es ist an der Reihe, auf dieses Wachstum zu reagieren. Wir haben viele Geschwister, die neu sind im Glauben. Wir haben viele Geschwister, die Anleitung brauchen. Wir haben viele Geschwister, die Anschluss brauchen. Wir haben viele Geschwister, die Gespräche brauchen. Und jetzt ist die Zeit, sich in neue Gemeindemitglieder zu investieren. Und jeder ist hier aufgerufen, mit anzupacken und Opfer zu bringen. Die Situation, in der sich Maria befand, die war natürlich noch spezieller. Die Zeit, in der sich diese Geschichte abspielt, die ist ganz kurz vor dem heilsgeschichtlichen Höhepunkt, nämlich der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. Die Geschichte, wenn wir jetzt im Johannesevangelium weiterlesen, die nächste Geschichte, die wir sehen, ist der Einzug in Jerusalem. Jesus reitet auf einem Esel nach Jerusalem und die Volksmengen, die feiern ihn als König. Bevor Jesus als König gefeiert wird, wird er von Maria gesalbt. Der Leser der damaligen Zeit hat hier sicherlich die Salbung eines Königs vor Augen. Maria wird hier also zur Täterin des Evangeliums. Kurz vorher hat Martha, also Marias Schwester, ein wunderbares Bekenntnis abgelegt. Sie gibt Jesus den Titel Christus, was so viel heißt wie Gesalbter. Und das, was Martha hier mit Worten sagt, das setzt Maria in die Tat um. Sie salbt ihn tatsächlich. Sie nennt Jesus nicht nur so, sondern sie setzt es in die Tat um. Sie lässt Bekenntnissen Taten folgen. Lass auch du deinen Bekenntnissen Taten folgen.
Wie oft bleibt es bei uns bei bloßen Lippenbekenntnissen? Wir sagen vielleicht, dass Jesus das Wichtigste ist in unserem Leben, aber wie oft ignorieren wir ihn bei wichtigen Entscheidungen? Wir sagen, dass wir Gott alleine brauchen, um glücklich zu sein, aber wie oft sind wir trotzdem unzufrieden und beschweren uns? Wir sagen, dass die Bibel der absolute Maßstab ist für unser Leben, aber wie oft lassen wir die Bibel viel zu lange liegen? Es ist herausfordernd, unser Reden und unser Handeln auf eine Linie zu bringen, aber Gottes Wort fordert uns hierzu auf und Maria macht es uns vor. Sie sagt nicht nur, eine Jüngerin zu sein, sondern sie lebt es und sie tut es. Die Paralleltexte geben uns ein anderes spannendes Detail preis. In Matthäus 26, Vers 13, da sagt Jesus über Maria: Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen, zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Und das passiert jedes Mal, wenn dieser Text gepredigt wird. Der Zuhörer und der Leser wird daran erinnert, was Maria getan hat. Ihre Liebe zu Jesus bleibt in Erinnerung. In Johannes 11, also ein Kapitel zuvor, da stellt Johannes Maria vor. Und guckt mal, wie er sie vorstellt. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Der Leser, der Johannes 11 liest, der wird sofort daran erinnert, ach, um diese Maria geht es. Ja, das ist eine Geschichte, die hängen bleibt. Marias Ruf eilt ihr voraus. Sicherlich war es nicht Marias Motivation, berühmt zu werden. Trotzdem ist sie bekannt geworden für ihre Liebe zu Jesus. Wie gesagt, sind wir in den letzten Jahren stark gewachsen als Gemeinde und da ist es schwierig, alle Gemeindemitglieder mit Namen zu kennen. Ich frage mal in die Runde, gibt es hier irgendwen, der alle Gemeindemitglieder mit Namen kennt? Okay, diesmal meldet sich wirklich niemand. Mir geht es genauso, ich kenne auch nicht alle Namen. Und meine Frau und ich, wir müssen uns manchmal erklären, wen wir eigentlich meinen aus der Gemeinde. Und häufig erklären wir uns Personen anhand von Diensten. Ach, du meinst den, der letzten Sonntag Gitarre gespielt hat. Ah, du meinst die junge Frau, die jetzt auch Kinderbetreuung macht. Ah, ich weiß, wen du meinst. Du meinst den einen, der jetzt auch bei den Morgenandachten mit eingestiegen ist. Manche Menschen sind bekannt dafür, was sie tun für Jesus. Manche Menschen sind bekannt dafür, dass sie Jesus lieben. Wofür bist du bekannt? Wichtig ist auch die Reihenfolge. Unser Ziel muss es sein, Jesus nachzufolgen. Und wenn wir dafür Bekanntheit erlangen, so ganz nebenbei, dann ist das super, dann ist das ein vorbildliches Zeugnis. Andersherum ist es völlig daneben. Wenn es unser Ziel ist, bekannt zu werden und wir deshalb Jesus dienen und Jesus nachfolgen, dann sind wir wie Pharisäer. Maria tut hier also Folgendes. Sie bringt ein teures Opfer, ein kostbares Opfer, was auf den ersten Blick verschwenderisch scheint. Sie tut es aus den richtigen Motiven und deshalb lobt Jesus sie. Maria wird hier zu einer Täterin des Evangeliums und Maria bleibt im Gedächtnis für ihre Tat und für ihre Liebe zu Jesus. Was Maria hier tut, wird natürlich sofort kommentiert. Und diese Kommentare sind kritisch. In unserem Text ist es Judas, der sie kritisiert. Und in den Paralleltexten, wenn wir die durchlesen, da sind es die Jünger, die eine ähnliche Kritik äußern. Der Kern dieser Kritik ist folgender. Die Salbung mit diesem teuren Öl ist Verschwendung. Man hätte das Geld oder das Öl verkaufen können und das Geld dafür viel besser einsetzen. Wenn du im Dienst bist für Jesus, dann rechne mit genau so einer Kritik. Die jüngsten Mitarbeiter heute Morgen hier im Gottesdienst, die im Hintergrund dafür sorgen, dass dieser Gottesdienst läuft, sind 12 Jahre alt. Und wenn sie am Montag ihren Mitschülern erzählen, wie sie den Sonntag verbracht haben, dass sie früh morgens um 7 Uhr aufgestanden sind und bis nachmittags hier in der Gemeinde waren, dann werden ihre Mitschüler sie dafür vielleicht kritisieren und denken, das ist Zeitverschwendung, man könnte diese Zeit viel besser einsetzen, zum Beispiel mit Schlafen und Playstation spielen. Wenn du erzählst, dass du an deinem Mittwoch hierher kommst, um zu beten, dann werden deine Kollegen und Mitmenschen das vielleicht für Zeitverschwendung halten. Wenn du Monat für Monat einen Teil deines Geldes spendest, dann klingt das für viele
wie Geldverschwendung. Du wirst hören, du kannst doch deine Zeit und dein Geld viel besser nutzen. Diese Kritik, die Maria hier erfährt, die trifft auch noch heute zu. Die hören wir auch heute noch als Nachfolger Jesu. Und vielleicht wirst du sogar schwach und du fragst dich, ist das vielleicht wirklich Zeitverschwendung, was ich hier mache? Und sei dir bewusst, dass das ein Angriffspunkt des Teufels ist und lass dich dadurch nicht verunsichern. Für jedes Opfer, was du bringst, wirst du von Gott persönlich belohnt werden, besonders wenn du treu bist, trotz Kritik. Schauen wir uns jetzt mal die Kritik im Detail an. Erstmal Judas. Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Judas wird uns hier als Dieb vorgestellt. Judas verwaltet die Kasse der Jünger und immer wieder bedient er sich an dieser Kasse für eigene Zwecke. Menschen, die große Geldsummen verwalten, die stehen immer in so einer Versuchung. Und deshalb ist es wichtig, hierfür besonders treue Menschen einzusetzen. Judas erliegt dieser Versuchung und er wird zum Dieb. Er ärgert sich, dass Maria dieses teure Salböl einfach so über Jesu Füße gießt. Viel lieber hätte er es, wenn er das Salböl verkaufen könnte und den Gewinn für sich selbst behalten. Dabei verpackt er diesen kriminellen Wunsch sogar in ein frommes Gewand. Er sagt, man könnte den Erlös doch den Armen geben. Judas macht also Folgendes. Er schlägt vor, dieses Opfer für Gott nicht zu bringen, weil er es in Wahrheit für sich selbst haben will. Den Zuhörern zur damaligen Zeit ist das vielleicht nicht bewusst. Sie hören Judas Vorschlag und es klingt für viele wahrscheinlich sogar vernünftig. Die Zuhörer im Raum, die können aber nicht in sein Herz sehen. Sie kennen seine wahren Motive nicht. Jesus kennt aber Judas wahre Motive. Er kennt Judas Herz und er kennt auch dein Herz und mein Herz. Und ich glaube, dass uns leicht das Gleiche passieren kann wie Judas. Natürlich wissen wir, was Judas für ein Mensch ist und wir wollen auf gar keinen Fall so sein wie er. Wenn wir aber ehrlich sind zu uns selbst, stellen wir fest, dass wir manchmal ähnliche Gedanken haben. Wir suchen Gründe, um weniger Zeit mit Gott zu verbringen und rechtfertigen das mit frommen Argumenten. Heute schaffe ich es nicht, in der Bibel zu lesen, denn ich sollte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Schließlich ist das auch ein Dienst am Herrn. Heute gehe ich nicht zur Kleingruppe, denn ich bin müde und ich muss mich ausruhen für die Arbeit. Schließlich arbeite ich auch für Gott und dafür muss ich gut ausgeruht sein. Wir suchen Gründe, um nicht zu spenden oder weniger zu spenden und wir verstecken das hinter einer frommen Fassade. Ich spende eine Zeit lang nicht, weil ich mir ein neues Auto kaufen will. Mit diesem Auto werde ich aber Gott dienen und deshalb ist dieser Autokauf quasi wie eine Spende. All diese Beispiele können in der Tiefe unseres Herzens ernst gemeint sein und aufrichtig sein. Es gibt aber immer die Gefahr, dass wir uns selbst anlügen und dass wir in Wahrheit unseren eigenen Vorteil suchen und mehr für uns wollen. Vor einiger Zeit hat mir ein Bruder aus unserer Gemeinde erklärt, warum er nur sehr selten zum Gebetsgottesdienst kommt. Er hat mir dann so aufgezählt, welche Dienste er hat und welche Gemeindeveranstaltung er besucht. Und dabei kam raus, Mittwoch ist so mehr oder weniger der einzige Tag in der Familie, an dem er sich Zeit nehmen kann für seine Familie. Und diese Zeit nimmt er sich dann, hat er mir erklärt. Und ich bin mir sicher, dahinter steckt der aufrichtige Wunsch, neben dem Dienst an der Gemeinde auch Zeit für seine Familie zu haben und für seine Familie da zu sein. Es ist häufig ein Balanceakt, ja, zwischen aufrichtigem Gottesdienst und Götzendienst. Bei diesem Balanceakt fällt Judas und er sucht den Vorteil für sich selbst. Ich möchte dich ermutigen, ernsthaft und aufrichtig zu prüfen, was deine Motive sind, wenn du Zeit mit Gott oder Dienst für Gott austauschst gegen etwas anderes. Ich wurde vor einiger Zeit gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Pastor zu sein in dieser Gemeinde. Und ein Teil von mir hat Ja gesagt. Ein anderer Teil von mir hat Nein gesagt und sich gesträubt. Und die möglichen Argumente für ein Nein, die waren schnell gefunden. Es ist zu zeitaufwendig. Neben Arbeit und Gemeinde bleibt zu wenig Zeit mit der Familie. Es ist zu anstrengend. Das Opfer, was wir als Familie bringen müssen, das ist zu groß. Wir haben dann aber nochmal genau hinterfragt, was unsere Motive sind hinter diesen Argumenten.
Und uns kam es so vor, dass diese Argumente in Wahrheit unsere eigenen Wünsche über die Wünsche Gottes stellen, über den Willen Gottes stellen. Und so haben wir gemeinsam mit meiner Frau diese Nein-Argumente verworfen und sind bei einem Ja rausgekommen. Zeit für die Familie ist extrem wichtig. Und auch ein bisschen Freizeit und Erholung sind wichtig. Stell dir die Frage, welchen Stellenwert du diesen Dingen gibst. Gott kennt dein Herz sehr genau. Er kennt es besser als du selbst. Wir können uns selbst leicht etwas vormachen. Wir Menschen, wir können uns sogar Sünde schönreden. Was wir nicht können, ist Gott etwas vorzumachen. Und ich möchte dich nochmal ermutigen, deine Motive gründlich und ehrlich zu erforschen und zu hinterfragen. Die zweite Gruppe, die Maria hier kritisiert, sind die Jünger. Das erfahren wir aus dem Paralleltext. Vielleicht hat sich das Gespräch so entwickelt, dass Judas mit der Kritik beginnt und dieses Gespräch dann Fahrt aufnimmt und die Jünger irgendwann mit einstimmen in diese Kritik. In den Paralleltexten erfahren wir nichts über die Motivation der Jünger. Wir lesen, was sie sagen, aber im Gegensatz zu Judas bekommen wir keinen Einblick in ihr Herz. Ich gehe davon aus, dass die Jünger ehrliche und aufrichtige Motive haben. Sie haben Bedenken, ob man dieses Geld nicht tatsächlich besser einsetzen kann, als so ein teures Öl zu kaufen. Wir sehen hier also zwei Gruppen von Gläubigen und wiedergeborenen Nachfolgern Jesu, die unterschiedliche Meinungen haben, wofür man Geld ausgeben sollte. Ich bin froh, dass Jesus diese Situation hier aufklärt. Er stellt sich auf Marias Seite und er weist die Jünger zurecht. Wenn wir diese Bewertung nicht hätten, dann würde es mir schwerfallen zu sagen, wer hier eher recht hat. Aber wie gesagt, darüber brauchen wir uns keine Gedanken machen, denn Jesus sagt es uns. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen und die wir dann auch beantworten müssen, ist: Warum stellt sich Jesus hier hinter Maria? Was ist das göttliche Prinzip hinter seiner Aussage? Ich denke, den Schlüssel hierzu finden wir im Paralleltext in Matthäus 26, Vers 10. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das sagt Jesus da über Maria. Ich denke, das ist das Geheimnis, warum Jesus Maria hier lobt. Marias Wunsch ist es, Jesus etwas Gutes zu tun. Marias Wunsch ist es, Jesus zu dienen. Und Marias aufrichtiger Wunsch ist es, Jesus einfach ein Opfer zu bringen. Wenn Menschen etwas investieren, mit dem aufrichtigen Wunsch, Gottes Namen groß zu machen und Jesu Namen groß zu machen, da stellt sich Jesus hinter sie. Jesus sieht das Herz an. Und Marias Herzenshaltung war: Sie möchte Jesus etwas Gutes tun. Vor einigen Jahren standen wir als Gemeinde vor der Entscheidung, einen neuen Beamer zu kaufen. Und die Entscheidung ist zugunsten dieses Beamers aufgefallen. Er hängt hier oben. Und dieser Beamer, der war teuer. Es ist ein wirklich gutes und hochwertiges Gerät. Und als Gemeinde haben wir natürlich diskutiert, ob wir so einen hochwertigen Beamer wirklich brauchen. Und die Antwort ist natürlich: Nein, wir brauchen so einen Beamer nicht unbedingt. Wir bräuchten eigentlich gar keinen Beamer. Darf ich die Technik mal bitten, den Beamer auszuschalten? Genau, wenn jetzt jeder seine Bibel mit hat, das können wir uns ja angewöhnen, dann bräuchten wir diesen Beamer nicht und wir könnten dann auch einige Liederbücher besorgen, um gemeinsam Lieder zu singen. Ich glaube, wir bräuchten auch nicht diese aufwendige Beleuchtung. Darf ich euch mal bitten, auszuschalten? Dankeschön. Genau, ihr seht mich immer noch. Und ich glaube, es reicht auch noch, dass wir in der Bibel lesen können. Ich glaube sogar, wir würden auch ohne Soundanlage zurechtkommen. Darf ich euch mal bitten, den Ton auszuschalten? Wenn ich jetzt etwas lauter rede, dann hört ihr mich auch in der letzten Reihe noch, oder? Genau, einige nicken. Ihr seht, wir brauchen auch diese Soundanlage gar nicht. Es geht ohne. Okay, ihr könnt wieder einschalten. Dankeschön. Genau. Wir kommen also ohne diese Annehmlichkeiten zurecht. Wir kommen ohne diese Annehmlichkeiten zurecht, oder? All das Geld, was wir hierfür ausgegeben haben, das könnten wir auch den Bedürftigen geben. Gleichzeitig müssen wir uns aber eingestehen, dass all diese Technik, dieses Equipment massiv zur Verbreitung des Evangeliums beigetragen hat. Ich bin mir sicher, immer wenn unsere Techniker eine Idee haben, wie man diesen Aufbau noch verbessern kann,
dann geschieht das aus der Motivation heraus, Gott groß zu machen. Wir Menschen, wir können natürlich nicht voraussagen, welche Investition mehr bringt für Gottes Reich. Wir können nicht sagen, mit einem neuen Beamer, da werden sich 5 Menschen bekehren und wenn wir eine Klimaanlage einbauen, dann werden sich 8 Menschen bekehren. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, Gott segnet Entscheidungen, die aus der Motivation getroffen werden, seinen Namen groß zu machen. Und dazu möchte ich dich auffordern, auch das bei deinen Entscheidungen zu berücksichtigen und auf deine Motive zu schauen und zu hinterfragen, warum du dich für etwas entscheidest. Am Anfang der Predigt habe ich euch einen Vorschlag gemacht, den ihr nicht so recht annehmen wolltet. Ich habe euch gesagt, dass wir dieses Kreuz hier vergolden sollten, um unser Gemeindehaus zu verschönern. Das Vergolden, also das Teure daran, das war gar nicht das Problem. Die Motivation war das Problem. Ja, die Motivation, die ich euch genannt habe, war, das Gemeindehaus soll schöner werden. Und das alleine ist kein geistliches Anliegen und deshalb war der Vorschlag auch schlecht. Ihr habt das durchschaut und euch deshalb nicht gemeldet. Das ist gut. Geld an Bedürftige zu geben, ist übrigens auch kein, für sich allein genommen, kein geistliches Anliegen. Ich habe dazu einen sehr schönen Vers vor kurzem in meiner stillen Zeit gelesen, und zwar in 2. Chronik 7. Dort geht es um die Geschichte von Salomo, der gerade den Tempel zu Ende gebaut hat und er feiert jetzt ein großes Fest und legt sich dann schlafen und Gott spricht zu ihm im Traum. Und Gott zählt auf, wenn in Israel, wenn es plötzlich sehr lange trocken bleibt, wenn plötzlich Heuschrecken kommen und die Ernte vernichten, wenn plötzlich große Krankheiten ausbrechen, dann soll das Volk Israel Folgendes machen. In Vers 14. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Werken. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Am Ende verspricht Gott, diese materielle Not, Krankheit, Hunger zu heilen. Er sagt hier, das Land wird heilen. Das alleine ist aber niemals Gottes Anliegen, sondern es gibt noch einen ganz wichtigen Schritt davor. Und zwar, das lesen wir hier, dass die Sünden vergeben werden. Das ist immer das primäre Anliegen von Gott, dass Sünden vergeben werden und Menschen umkehren. Warum sollen wir jetzt großzügig sein? Maria war großzügig und wir stellen uns die Frage, warum sollen wir großzügig sein? Wir dürfen großzügig sein als Reaktion auf Gottes Großzügigkeit. Wir haben einen großzügigen Gott. Das wird relativ schnell deutlich, wenn wir die Bibel lesen. Im 2. Buch der Bibel, dem 2. Buch Mose, auch Exodus genannt, da macht Gott seinem Volk folgendes Versprechen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Gott verspricht seinem Volk ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Dieses Land versorgt seine Bewohner im Überfluss. Ja, Gott ist großzügig und auch 40 Jahre lang in der Wüste, in einem kargen Land, da versorgt Gott sein Volk. Und wir lesen immer wieder, wie sich das wiederholt. Gott rettet und er versorgt sein Volk immer wieder aufs Neue. Gott will, dass wir seine Eigenschaften übernehmen. Schaut mal, in 1. Petrus 1, Vers 16, da spricht Gott, seid heilig, denn ich bin heilig. Gott fordert uns auf, Gott möchte, dass wir heilig sind. Und die Begründung dafür ist, dass er selbst heilig ist. Hier wird deutlich, dass wir diese Eigenschaft Gottes übernehmen sollen. Und wir sollen in allen Eigenschaften Gott nacheifern. Das gilt auch für Gottes Großzügigkeit. Den größten Beweis für Gottes Großzügigkeit gibt uns Gott am Kreuz. Viele von euch kennen Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er was gegeben hat? Dass er 2 Stunden am Sonntagmorgen für uns gegeben hat? Dass er 10% seines Einkommens für uns gegeben hat? Nein, Gott hat mehr gegeben. Gott hat das Kostbarste gegeben, was er hat. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben und ihn am Kreuz leiden lassen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht,
sondern ewiges Leben hat. Das ist Gottes großzügiges Opfer am Kreuz. Ab und zu gehe ich in den Baumarkt und wenn ich so in den Baumarkt gehe, muss ich manchmal etwas mit reinnehmen. Zum Beispiel eine Bohrmaschine, um zu schauen, ob der Bohrer, den ich mir kaufen will, auch wirklich da drauf passt. Und diesen Gegenstand, den ich mit reinnehmen möchte in den Baumarkt, den muss ich vorher an der Anmeldung da im Baumarkt einmal zeigen. Und ich kriege dann einen Aufkleber auf diesen Gegenstand, den ich mit reinnehme. Ich bin bezahlt. Das steht drauf auf diesem Aufkleber. Und wenn ich dann später an der Kasse stehe, dann weiß der Kassierer, diesen Gegenstand, den muss ich nicht mehr bezahlen. Er ist bereits bezahlt. Wenn du Gottes großzügiges Opfer annimmst, dann kriegst du genau so einen Aufkleber von Gott. Ich bin bezahlt. Das darfst du dann von dir selbst sagen. Irgendwann muss sich jeder Mensch für seine Taten und für seine Sünden, für seine Vergehen rechtfertigen in einem Gerichtsverfahren bei Gott. Wenn du diesen Aufkleber hast, dann kommst du nicht mehr in dieses Gericht, denn du bist bereits bezahlt. Jesus bezahlt am Kreuz für deine Sünden. Und das ist das großzügigste Opfer, das es nur geben kann. Und das ist auch der Grund für unsere Großzügigkeit. Du darfst großzügig geben, denn Gott ist großzügig. Du darfst großzügige Opfer geben für einen großzügigen Gott. Amen.